Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Heute wird es ein ziemlich langes Video, da ich heute gleich zwei fertige Nähprodukte vorführen möchte. Das erste Kleidungsstück ist der Trenchcoat. Anfang Februar habe ich ihn mir genäht. Er ist aus französischem Batist und mit silbernen Streifen. Zeigt bitte die Streifen deutlich. Ich hatte einen 3 Meter langen Stoffzuschnitt liegen. Ich hatte mir lange überlegt, was ich daraus nähen soll. Ich wollte etwas Besonderes. Zunächst wollte ich mir ein Kleid, eine Bluse mit Ruschen nähen, aber mir wurde klar, dass ich es nicht tragen werde. Ein Kleidungsstück mit Ruschen zieht man vielleicht zweimal an. Das war's. Ich bevorzuge schlichte Sachen. Im Allgemeinen liebe ich klassische Sachen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich hatte ein Zeichen aus dem Weltall bekommen, mir ein Trenchcoat-Kleid zu nähen. Dann dachte ich, wie soll ich es tragen? Über ein Unterkleid? Nein, das kam nicht in Frage. Also habe ich mich entschlossen, ein Trenchcoat aus Batist zu nähen. Nun schaut und freut euch für mich, dass ich so schick in diesem Trenchcoat bin. Ein Kragen? Doppelreich? Gunflaps? Gunflaps sind mit feinem Batist ohne silbernen Streifen unterfüttert. Ich werde alles auf dem Tisch vorführen. Mit Ärmelaufschlag, mit Rückentalpelerine, Taschen und Gürtel. Dazu habe ich französische Knöpfe. Das sind echte Perlmuttknöpfe. Sie gefallen mir sehr. Achtet immer auf solche Details wie Knöpfe besonders. Das sind zauberhafte Knöpfe. Sie wurden in Frankreich hergestellt aus dem echten Perlmutt. Sie sehen sehr schön aus. Sie sind sehr klassisch. Nun möchte ich, dass ihr noch ein wenig den Trenchcoat in Bewegung begutachten könnt. Seht ihr? Ich denke, dass dieser Trenchcoat in dieser Saison von mir sehr beliebt sein wird, denn ich kann ihn über ein Kleid tragen. Ich habe dazu ein weißes Etui-Kleid gemacht, das zeige ich euch auch noch. Auf dem Etui-Kleid sind interessante Linien und es ist unterfüttert. Ich werde alles ausführlich vorzeigen. Aber ich werde diesen Trenchcoat nicht nur zu diesem Kleid tragen. Man kann dazu weiße Jeans, ein T-Shirt, eine Bluse, einen Rock oder ein Sommerkleid tragen. Ich denke, dass dieser weiße Trenchcoat aus Batist viele Outfits in dieser Saison vervollständigt und aufpeppt. Ich bin überglücklich, dass ich ihn genäht habe. Nun öffne ich ihn und führe euch vor, wie er im offenen Zustand aussieht. Danach zeige ich euch noch das Kleid ohne Trenchcoat. Zu allerletzt führe ich beide Kleidungsstücke auf dem Tisch vor. Das wird interessant sein, denn ich erkläre pfiffige Besonderheiten. Schaut, hier haben wir einen Innenknopf. Man kann hier zuknöpfen, damit der Untertritt nicht durchhängt. Erst danach wird hier zugeknöpft. So sieht es aufgeknöpft aus. So werde ich spazieren gehen und denke, dass ich dabei in diesem Outfit die Welt schöner machen werde. Ich glaube, ich bin die Einzige, die auf die Idee gekommen ist, einen Trenchcoat aus Batist zu nähen. Falls jemand auch diese Idee hatte, seid mir nicht böse. Da wir nur 3 Meter von dem Stoff hatten, mussten wir einen Teil des Beleges mit einem anderen Batist ersetzen. Dann haben wir das Futter überall ersetzt. Dadurch hatten wir genügend Stoff für den Gürtel, die Gunflaps, Pelerine, Taschen und für den herrlichen Kragen. Ich bin sehr glücklich über den Besitz dieses wunderschönen Trenchcoats. Nun möchte ich euch das Kleid vorführen. Was mir an dem Etui-Kleid besonders gefällt, ist die schmale Schulter. Ihr wisst, dass ich schmale Schultern mag. Diese wunderschöne gerade Linie und die gerade Linien am Armloch, das sind Dinge, die ihr üben müsst, nämlich an der Schönheit der Linien zu arbeiten. Denkt immer daran, jede Linie, die wir machen, muss harmonisch und schön sein, nicht während des Nähens, sondern noch während der Modellierung. Erst wenn die Linien in Ordnung sind, bekommen wir ein gutes Ergebnis. Wenn wir ungenau zeichnen und dabei etwas Schönes erwarten, wird nichts daraus. Des Weiteren habe ich hier zwei Widernähte, im Rückenteil auch. Das Kleid ist noch neu, beim Tragen wird sich der Krippstoff ein wenig dehnen. Widernähte? Hier habe ich den Brustabnäher in dieser Naht vernäht. Das ist eine dekorative Naht.
Die Nähte treffen sich hier und gehen in die Naht in der vorderen Mitte abwärts über. Hinten sind auch zwei Wiener Nähte. Das ist ein absolut hinreißendes Kleid. Ich werde es mit weißen und schwarzen Schuhen tragen, mit beliebigen Accessoires. Mir stehen die Kleider besonders gut, die hier nicht drapiert sind oder mit aufwendiger Konstruktion, mit Spitze und Einsätzen oder sonstiges sind. Ich benötige schlichte Kleider, weil ich sehr gerne Schmuck trage. Deshalb. Ich bin sehr glücklich über den Besitz dieses Etui-Kleides. Ich zeige es noch von allen Seiten. Und danach führe ich noch alles auf dem Tisch vor. Ich werde den Trenchcoat und das Kleid vorführen. Wir haben heute eine doppelte Präsentation. Das Kleid ist aus einem spanischen Crepe ausgeführt. Nun werde ich euch meine wunderschönen Sachen auf dem Tisch vorführen. Also der Reihe nach. Zunächst haben wir hier den Trenchcoat liegen. Obwohl er aus dem Batiste genäht ist, hatten wir trotzdem viel Arbeit, denn alles ist sehr qualitativ und nach allen Regeln der Oberbekleidung ausgeführt. Der Beleg, er ist aus einem doppellagigen Batist. Er ist abgesteppt und umgeschlagen, das heißt, wir haben hier zwei Lagen des feinen Batistes. Die Kante ist weder mit der Overlock noch mit dem Schrägband versäubert. Dieser Stoff ist abgesteppt und umgeschlagen. Dadurch hat sich hier eine geschlossene Schnittkante entstanden. Die Belegbreite bei einer doppelreihigen Knöpfung wird immer so berechnet, dass die zweite Reihe der Knöpfe den Beleg mit einfassen. Es darf nicht sein, dass der Beleg noch vor den Knöpfen aufhört. Nun schaut, ihr seht, dass unser Beleg nach allen Regeln fertiggestellt wurde. Das Interessante, was ihr heute erfahren habt, ist, dass man den Beleg zweilagig machen kann. Absteppen, umschlagen und damit eine geschlossene Schnittkante machen. Seht ihr, wie schön das ist? Der Beleg, ein Reverskragen, ein klassischer Trenchcoat-Kragen mit Steh- und Umlegekragen. So ein wunderschöner Kragen. Euch ist es vielleicht aufgefallen, dass das Kleidungsstück mit den Schulterpolstern ist. Wir haben einen kleinen Schulterpolster mit Batist bezogen. Er liegt ein Stück unter dem Beleg. Ich bin mit den Schulterpolstern sehr zufrieden. Ich hatte schon lange nichts mit Schulterpolstern gehabt. Wenn ich ein Trenchcoat anziehe, fühle ich mich graziös. Das ist toll. Alle anderen Schnittkanten sind mit der Overlock versäubert. Nun möchte ich vorführen, wie... Ich kann keine Gurtschlaufen in der Seitennaht leiden. Die Gurtschlaufen in der Seitennaht sehen wie zwei Ohren aus. Deshalb machen wir schon lange keine Gurtschlaufen in der Seitennaht. Stattdessen machen wir zwei Schlaufen kurz vor und nach der Seitennaht. Schaut, wie gut sie den Gurt halten. Seht ihr? Ja? Beachtet, wie breit der Saumzuschlag ist. Hätten wir genügend Stoff, hätten wir den Saum einfach umgeschlagen. Da aber der Stoff nicht ausgereicht hat, haben wir mit einem anderen Batist gesäumt. Merkt euch, wenn ihr mit feinen Stoffen wie Batist arbeitet, bügelt die Nahtzugaben nicht auseinander. Sie werden gemeinsam in eine Richtung umgebügelt. Nun habe ich den Saum erklärt. Schaut, wie schön hier alles ist. Die Ecken sind sauber ausgeführt. Nun bleiben noch die Gunflaps und die Pelerine über. Sie sind ebenfalls doppellagig aus dem Grundstoff und dem zusätzlichen Batist. Sie sind unterfüttert. Es wurde nichts versteift, alles ist fein und zierlich. Schaut, wie klein die Nahtzugaben innen sind. Sie sind ca. 3-4 mm breit. Die Nahtzugaben sind so fein, dass man keine Verdickung spürt. Das ist sehr fein. Ich liebe feine Arbeit. Ich propagandiere immer die Feinheit, von der heutzutage wenig gesprochen wird. Man hat den Wunsch, im Leben etwas Feines und Anmutiges zu haben. Die moderne digitale Welt,
Die moderne grobe Mode ist in Ordnung und hat auch das Recht zu sein. Ich habe nichts dagegen. Aber ab und zu möchte man etwas Feines und Schönes in der Hand festhalten. Als ich in Venedig war und dort diese teure, mit Seidengarn bestickten Servietten berührt habe. Oh, ich habe sehr viele positive Emotionen erlebt. Unsere Sachen sind nicht so fein, aber wenigstens etwas können wir selber machen. Schaut euch diese Schönheit an. Ich habe euch diesen Trenchcoat aus dem französischen Batist vorgeführt. Ich bin mir selbst für diese Idee dankbar und dass ich es genäht habe, denn ich wusste nicht, was ich mir aus diesem Stoff nähen sollte. Der Stoff hat lange auf seine sinnvolle Verwendung gewartet. Der Trenchcoat ist meiner Meinung nach das Sinnvollste, was man daraus nähen konnte. Vor euch liegt nun das Etui-Kleid. Falls euch das Modell interessiert und ihr es euch wünscht, dass ich euch die Modellierung erkläre, dann schreibt in den Kommentaren. Wir werden darauf reagieren. Schaut, wie schön die Nähte sind. Wiener Nähte und hier die Teilungsnaht. Das Futter ist identisch zugeschnitten. Das ist das Besondere an solchen Kleidern. Wenn das Futter anders als das Kleid zugeschnitten ist, dann ist das Kleid nicht mehr so exklusiv. Das Futter ist Crêpe de Chine aus Seide und hat exakt den gleichen Schnitt. Die Nähte verlaufen genauso wie auf dem Kleid, das ist erstens. Zweitens, schaut, wie fein die Nähte sind. Die Kanten sind ein wenig überrollt. Als wir den Kurs ein Etui-Kleid ohne Ärmel gemacht hatten, haben uns die Menschen geschrieben, was ist schon dabei, ein Kleid ohne Ärmel zu nähen. Aber diejenigen, die den Kurs erworben haben, bestätigen uns, dass es nicht so einfach ist, ein unterfüttertes, ärmelloses Kleid zu nähen. Da sind sehr viele Nuancen. Deshalb übt, meine Lieben. Schaut, welch ein tolles Etui-Kleid das ist. Nun haben wir uns den Trenchcoat und das Etui-Kleid angeschaut. Von außen und von innen. Das Video ist ziemlich lang geworden. Wir machen all das nicht aus Jux und Tollerei. Wir machen diese Videos, damit ihr euch daraus etwas schöpfen könnt. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Liked und teilt unsere Videos. Abonniert unseren Kanal. Seid dabei. Alles Gute mit euch, waren Pauksteherina Michailovna und unser ganzes Team.